Und damit, hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, eventuell Let's Play. Es ist erstmal ein Let's Test auf meinem Kanal und es geht um Forager. Der Forwender, Forager wahrscheinlich. Es ist ein Open World 2D-Spiel und es ist so ein bisschen angelehnt an, ich würde sagen, Stardew Valley, Terraria und Zelda. Auf jeden Fall stand das da so drin. An Stardew Valley habe ich sofort gedacht, weil man Farmer sein kann. Aber man kann auch Abenteurer sein oder Erkunder, was eigentlich dasselbe ist. Oder Bauarbeiter und alles Mögliche. Und wir schauen einfach mal rein. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Spiel. Mal gucken, wie groß es ist. Und so vom Menü her wirkt das auf jeden Fall schon wie Stardew Valley. Wir nehmen natürlich, wo sind wir? Sind wir Mitte, links, rechts? Wir sind links. Links. Und ja, das hier sind wir. Es ist ein Pixelspiel. Man kann eine Ausweichrolle machen. Es ist nämlich auch so ein bisschen, also was ich gesehen habe, es ist wirklich so eine Mischung aus, weiß nicht, Roguelike, Abenteuer, halt Zelda, Terraria. Genau, dieser Terraria-Aspekt. Das beschreibt das eigentlich ganz gut. Und Stardew Valley, also man hat seine Farm, man kann sich aufstufen. Man hat oben links aber auch Leben, also so richtige Leben wie bei Zelda. Was dieses Grün ist, keine Ahnung. Ich glaube, das ist, wie lange wir am Tag leben können. Also wie unsere Energie ist. Also aber auch wieder Stardew Valley-mäßig. Und da stand irgendwie mit B, können wir unser Inventar öffnen. Okay, wir haben Items, wir können hier Sachen bauen, wie Industrie, zum Beispiel einen Ofen, den wir bauen sollen, wofür wir keinen Stein haben. Ja, man kann craften und alles Mögliche. Also vielleicht ist da auch noch Minecraft so ein bisschen drin. Und anscheinend brauchen wir jetzt erstmal Stein. Stirb, du komisches Ding. Wir brauchen einen Ofen. Was bist du? Eisenerz, geil. Und diese Steine spawnen einfach. Hier spawnt einfach alles. Hier auf unserer kleinen, schönen Insel hier. Also ich glaube schon, dass das irgendwie ganz witzig sein kann. Ah, man kann auch gedrückt halten, damit er das abbaut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall 10 Steine. Nee, wir haben nur 8. Gib mir, nein, aua, 10 Steine. Gib her den Stein. Ich will ihn haben. Okay, das sollte lang. So, B. Industrie. Wir machen hier jetzt den schönen Wald kaputt, nämlich mit einem geilen Ofen. Oh, okay, der kann auch nur dahin, wo keine Bäume sind. Das ist interessant. So, hier schön am Wasser. Falls eine Kernspalte ist, dann können wir es gleich löschen. Jetzt brauchen wir noch eine Schmiede. Dafür brauchen wir Eisenbarren und Ziegel. Kriegen wir doch hin. Oh, wir können sogar mit unserer Spitzhacke einfach den Baum kaputt machen. Yay, yeah, genauso macht man das als alter Minecraft-Profi. Einfach mit der Hand auf den Baum raufschlagen. Dann geht er schon kaputt irgendwann. So, dankeschön. Wo kriege ich denn jetzt das Zeug her? Was kann man denn hier eigentlich machen? Wir können Kohle herstellen aus Holz. Ziegel braucht Kohle. Also machen wir schon mal eine Kohle. Okay, da ist Gold gespawnt. Keine Sorge, das Spiel ist nicht die ganze Zeit so, wie ihr das jetzt seht. Das ist nur der Anfang als kleines Tutorial. Wird später noch krasser. Bin mir auch unsicher, ob das jetzt hier nur so eine Tutorial-Map ist. Es ist halt wirklich Open World. Da bin ich mir dann auch nicht wieder sicher, ob das alles random generiert ist, die World da, oder ob die für jeden Spieler gleich ist. Werden wir alles sehen, Leute. So, Ofen, bist du schon fertig mit deiner Kohle? Ja, cool. Wir können ein Ziegel machen. Ach, den hat man dann auch sofort, ja? Nee, der wird jetzt hergestellt. Ah, okay, da steht auch, wie lange das braucht. Da ist dieser komische grüne Kreis drum. Ja, geil, dann hole ich mir hier noch mehr Eisen. Obwohl das mehr aussieht wie ein Diamant, aber es ist Eisen, Leute. Gib Eisen her, danke. Okay, Eisenerz, jetzt haben wir einen Ziegel. Was können wir denn damit eigentlich alles Cooles bauen? Lass mal gucken. Industrie, die wollen auf jeden Fall, dass wir eine Schmiede... Ach du Kacke, das dauert ja richtig lang dann. 4 Eisenbarren, 4 Ziegel. Müssen wir lange... Zeug hier machen. Ist das hier Kohle? Das wäre richtig toll. Wenn das einfach Kohle wäre. Und wenn er dann auch noch mehr als ein Kohle... Oh, 3 Kohle, wow! Da unten ist noch mehr Kohle. Wir machen jetzt hier ganz viele Ziegel. Zack. Warte, kann man nicht mehrere gleichzeitig herstellen? Das war voll Knorke. Ich bin hungrig. Ja, das ist also unsere Lebensenergie da oben. Da, essen! Hol dir den Busch und friss 3 Beeren. Wie gebe ich ihm das jetzt? Nom, nom, nom. Okay, also man muss auch auf seine Nahrung achten. Das ist also auch ein bisschen Survival irgendwie mit drin. Ich habe es, wie gesagt, noch überhaupt gar nicht gespielt. Von daher gar keine Ahnung, was hier so abgeht und was man machen kann. Ich habe nur den Trailer gesehen und der sah ganz cool aus. Und deswegen würde ich das spielen. Es ist heute rausgekommen, also am 18. Keine Ahnung für wie viel. Ich habe es von dem Publisher mal wieder geschenkt bekommen, weil ich so ein krasser Influencer bin, kriege ich immer alles geschenkt. Und ja, der war ganz nett. Der hat genau das geschrieben, was er auch im Intro hier geschrieben hat, dass er da lange dran gesessen hat und dass er hofft, dass mir das genauso gefällt wie ihm. Und wenn dem Entwickler schon sein eigenes Spiel gefällt, dann kann es ja nur gut sein, oder? So, dann gucken wir mal, was brauchen wir jetzt nochmal genau für die Schmiede? Noch 4 Eisenbarren und ich habe schon gesehen, für... Oh, es wird dunkel.
Für die Eisenbahn brauchen wir Kohle und Eisenerz. Wir können zwei davon herstellen. Wir brauchen noch mehr Eisen. Aber wenn ihr kein Eisen spawnt, was soll ich denn dann machen? Können wir eigentlich noch irgendwas anderes machen hier? Irgendwie Farmwerkzeuge, andere Farmwerkzeuge zumindest. Ich sehe jetzt keine. Wahrscheinlich in der Nähstation oder so, ne? Nee. Aber wahrscheinlich später. So, Eisenbarren können wir auf jeden Fall noch machen. Wir brauchen auch bald mal wieder... Ja, ich bin erschöpft. Legt er sich dann gleich einfach schlafen, wenn die Energie alle ist? Ach, hier ist Essen. Gib mir das Essen. Wir müssen das schnell essen. Essen. Wir machen die Nacht durch. Die erste Nacht können wir ruhig mal durchmachen, glaube ich. Plop, 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 plop. Ja, Tufe 2. Da stand wirklich Tufe, oder? Wir sind Tufe 2. Geil. Guck mal, was haben wir hier? Jetzt haben wir hier eine Spitzhacke, die Skills. Oh, das ist auch cool. Also da ist auch RPG-mäßig so ganz viel drin. Die Zeit stoppt übrigens nicht, wenn man in diesem Menü drin ist, leider. Skills. Und dann kann man sich, je nachdem, wie man seine Fertigkeiten ausbauen möchte, in eine Richtung gehen. Hier, man kann in die Industrie gehen, dann hat man halt ganz viel Geld und alles Mögliche. Dann ist das vielleicht auch in die Richtung von Satisfactory oder sowas. Oder Factorio, wie auch immer das heißt. Nee, Wirtschaft ist Geld verdienen. Industrie ist dann, keine Ahnung was. Die haben irgendwie was miteinander zu tun, oder? Wildbeuter, Magie. Cool. Ich glaube, wir gehen erstmal auf die Industrie. Schaltet Stahl frei, schaltet Glas frei, plus EP beim Bau von Gebäuden. Ach, da ist man dann so ein Bauarbeitermäßiges. Da ist man dann so Bürgermeistermäßig. Wirtschaft erhalte sofort 40 Münzen, das ist ja super lame. Baumwolle erscheint öfter, Weizen ist auffindbar, Rüben sind auffindbar. Okay, auch ganz nett, so zum Überleben am Anfang. Magie lässt dich Feen finden, was auch immer das bringt. Ich glaube, wir gehen erstmal auf die Industrie, weil wir mit dem Stahl natürlich uns bessere Werkzeuge machen können. Ja, das nehmen wir. Und wenn wir bessere Werkzeuge haben, dann sollte alles leichter gehen. Guck mal hier, da, Schreinerei. Können wir bestimmt besser das Holz verarbeiten und so. Können wir das jetzt auch machen? Nee, wir haben keine Skillpunkte mehr. Schaltet Fackeln frei und Gebäude kosten 25% weniger Holz. Da habe ich mir was anderes vorgestellt, aber egal, passt schon. Hier ist es dunkel, wir brauchen ein Bett. Aber, oh, da, Glas, wir können Glas und Stahl jetzt herstellen. Aber wir brauchen trotzdem erstmal Eisen, jetzt, da ist Eisen. Ich weiß noch nicht, wie stark ich das hier schneiden soll, wenn das jetzt so repetitiv immer wieder ist, dass man hier immer nur abbauen muss und hin und her laufen muss, dann würde ich auch mal offscreen oder zumindest überspringen hier was machen, damit das zumindest ein bisschen schneller vorangeht. Wir hier nicht immer nur hin und her laufen und gegen Sachen gegenklopfen müssen. Obwohl das natürlich Spaß macht, gegen Sachen gegenzuklopfen. Alter, eine Zitrone! Geil! Ich liebe Zitronen. Sieht zwar mehr aus wie eine Orange als eine Zitrone, aber schmeckt bestimmt trotzdem gut. Ja, Leute, seid ihr eher der Orangen-Fan oder eher der Zitronen-Fan? Was spricht euch mehr an? Also mich sprechen auf jeden Fall Zitronen mehr an. Aber hier, plus 12. Klingt mehr als eine... was? Mehr als eine Beere. Ich will jetzt aber endlich mal meine Schmiede hier. Ja, wir können unsere Schmiede bauen. Die Schmiede bauen wir hier extra dahin, wo noch Platz war. Nächste Station brauchen wir Faser und Ziegel. Okay, immer mehr hier. Was können wir da machen? Wir können Münzen herstellen. Aha, wir stellen einfach unsere eigene Währung. Hä? Okay, dann frage ich mich, ob es später auch NPCs gibt, wo man dann Sachen kaufen kann und so. Aber wenn wir die einzige Münze der Welt haben, dann sind wir ja einfach der reichste Dude der ganzen Welt. Das wäre ja geil. Dann sind wir der Einzige, der überhaupt Geld hat. Und Schlüssel, was auch immer das bringen soll. Ich weiß, dass es auch Bosse gibt. So Mini-Bosse. Eventuell ist das wie bei Zelda, dass man so einen Schlüssel dafür braucht. Eine schleimige Spitzhacke klingt auch ganz gut. Braucht man aber Gelee für. Und die Flasche braucht man wahrscheinlich für Feen, kann ich mir vorstellen. Das da ist wahrscheinlich eine Fee dann, oder was? Sieht mir zwar, sieht nicht aus wie eine Fee. Aber vielleicht ist es ja doch eine Fee. Das Ding, das da hinten rumbubbelt. Gar kein Plan. Oh, es wird wieder hell. Ja, wir haben die Nacht durchgemacht. Endlich. Und ich glaube, es gibt auch noch andere Anziehsachen, dass wir nicht mehr so nackt hier rumstehen müssen und nur mit unseren, nur mit uns selbst und unserem, ungefähr, unserem Schulranzen hier rumstehen müssen. Okay, was ist denn jetzt eigentlich unser Ziel? Was wollen wir machen? Das ist eine sehr gute Frage. Und vor allem, was passiert, wenn wir einfach kein Essen mehr haben? Das wüsste ich auch gern, aber kriegen wir schon irgendwann raus. Land kaufen, Land kaufen für 30 Münzen? Ach, dafür braucht man die Münzen. Okay, das macht Sinn. Was können wir denn sonst noch so machen? Wir können... Okay, Config, Bauen, Items, Ausrüstung, Heldentaten. Werkzeuge und Waffen, ganz viele, aber irgendwie...
Erstmal raffen, was man hier überhaupt machen kann. Eine Nähstation wäre schön. Aber wie kriegt man Fasern? Wie soll man denn Fasern bekommen? Mit einer Fischfalle? Eine Brücke? Dann könnte man wahrscheinlich auf die anderen Inseln, die man dann kauft, mit dieser Brücke. Und die Fischfalle ist dann, damit man Fisch holen kann und dann halt keine Bären mehr essen muss. Dann macht das die Fischfalle für dich. Dann lass mal kurz Bären sammeln und uns eine Fischfalle machen. So, das sollte lang. Oder? Fischfalle war nicht so teuer. Okay, einmal Holz und... Okay, hier, Fischfalle. Geil. Können wir noch eine machen? Nee. Nimm eine Fischfalle. Ich bin gespannt, wann das irgendwas abwirft. Wirtschaft haben wir noch gar nichts, Magie auch nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Nähstation. Dafür brauchen wir Fasern. Kluck, kluck. Hallo? Sind hier irgendwo Fasern? Gibt's hier vielleicht Fasertiere? Von denen kriegt man doch Fasern, oder? Von den guten Faserntieren? Ich glaube schon. Gib mir das Gold. Oder so. Ja, Gold jetzt tatsächlich. Okay, dann müssen wir vielleicht Goldbarren herstellen. Und mit den Goldbarren können wir uns dann Münzen kaufen. Und mit den Münzen... oder wir machen uns einen Schlüssel. Nee, mit den Münzen könnten wir dann... uns eine neue Insel holen und dann schauen wir weiter. Oh, Stufe 3! Wow! Okay, wir machen jetzt aber erstmal Goldbarren. Dafür brauchen wir Kohle. Und zwar mehr. Okay, man kann doch mehrere auf einmal herstellen. Stellen wir einfach mal 5 Kohle her, dann sollte uns das erstmal gut gehen. Ich hoffe, diese Fischreuse da zeigt uns, wann sie irgendwas hat. Ja. Wahrscheinlich muss man das dann einfach nur aufsammeln. Oh, hier ist noch ein bisschen Kohle. Dann hätten wir uns gar nicht die Holzbäume da da reingeben müssen. So, jetzt können wir auf jeden Fall Münzen, nee, Goldbarren. Goldbarren wollten wir herstellen. So, hallo, wir wollen ein paar Goldbarren. So viele wie geht. 7 Stück, von mir aus. Ja, wir haben einen Fisch gefangen. Gib mir den Fisch. Dankeschön, ein Seetang. Das ist kein Fisch. Ein Seetang ist kein Fisch. Sieht ein bisschen aus wie ein Fisch, aber ist kein Fisch. War ein Fake-Fisch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Münzen. Guck mal, wir können eine Münze machen. Eine Münze. Jetzt können wir 2 machen. Alter, wir werden richtig reich, Leute. Ich sag's euch. Okay, so steigt man in Stufen auf und mit den Stufen kriegt man Skillpunkte und mit den Skillpunkten kann man sich Verbesserungen holen und neue Inseln und so. 8 Münzen haben wir sogar bekommen. Guckt euch das mal an. Eine Münze ist nicht nur eine Münze, sondern gleich 8 Münzen. Wir müssen auf jeden Fall was essen. Kann man den Seetang auch essen? Ja. Okay, zumindest ist das was zum Essen. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. So, gib mal die Münzen her. Ich will noch mehr. Ganz viele Münzen. Stell einfach alles her hier. Okay, einen Goldbarren können wir noch machen. Und dann ist die Frage, was wir noch machen wollen. Was wollen wir erstmal für einen Skill uns noch holen? Nähen? Leder? Aber ich weiß halt immer noch nicht, wo ich die... Vielleicht mit Baumwolle. Wo ich diese Fäden herbekomme, damit ich überhaupt eine Nähstation machen kann. You know? Aber kann ja dann eigentlich nur der Wildbeuter sein, oder? Wir holen uns das. Ich glaube, aus der Baumwolle kann man auf jeden Fall... Sorry. Ich glaube, aus der Baumwolle könnte man dann irgendwas Tolles machen. Blub, blub. Oh, geil. Ich liebe das, wenn das überall so rausblubbelt. So. Wir haben immer noch keine Baumwolle. Aber ich denke mal, wir bekommen dann unser Rezept, sobald wir einmal Baumwolle finden, oder? Ist jetzt die Frage, ob Baumwolle auch ein eigenes Ding hier ist, das spawnt, oder ob Baumwolle vielleicht spawnt, wenn man einen Busch oder so kaputt macht. Ihr solltet Land kaufen und expandieren. Okay, machen wir gleich. Ich hole nur noch kurz dieses eine Gold hier. Danke. So, lass uns expandieren. Lob. Land kaufen. Wo wollen wir hin, Leute? Oh, das kostet zu viel. Wir können zum 50er Land gehen oder zum 30er? Wir gehen zum 50er Land natürlich. Guck mal, da ist ein Dude. Hallo, kleiner Zauberer. Was gibt's denn so für dich? Ah, auf jemanden wie dich habe ich gewartet. Die natürlichen Ressourcen werden von kleinen Deppen mit Spitzhacken ausgebeutet. Wer ist das? Also, was? Spitzhacke? Spitzhacke hinten. Einfach mal verstecken hinter dem Rücken. Ich brauche 2 Glühwürmchen, damit ich sie beschützen kann. Okay, dann brauchen wir dann wohl Gläser. Dann sind das wohl Glühwürmchen. Ey, was macht dieser Baum hier vor meinem Ofen? Das geht gar nicht, du blöder Baum. Okay, wie macht man Glas, ist die Frage. Glas macht man mit Sand und Kohle. Wie auch immer man Sand bekommt. Wir haben hier nicht mal... Wir sind zwar eine kleine Insel, aber wir haben leider keinen Strand. Also wo sollen wir Sand herbekommen? Oder kann man die vielleicht einfach so fangen, ohne ein Glas? Wir haben irgendwas gefangen. Hallo, kann ich dich mitnehmen? Nee.
Gefangen, gib her. Was ist das hier? Schilf? Gar nichts. Können wir nicht mitnehmen, schade. Wir haben sogar mal einen richtigen Fisch geholt. Richtig gut. Wir müssen wieder was essen. Aber was passiert denn, wenn wir nichts essen? Das weiß ich immer noch nicht. Aber wir kriegen das wahrscheinlich früher oder später raus. Hast du vielleicht einen Strand? Wow, da ist ein Blobby! Yo, was? Hast du vielleicht einen Strand für mich, dass ich hier irgendwas machen kann? Jo, stirb, Blobby! Ah, wir haben ein Gelee. Diese Blobs kennt man ja auch aus The Legend of Zelda. Ganz schön. Aber ich habe immer noch keinen Plan, wo ich jetzt Sand herbekomme. Sondern wahrscheinlich auf einer anderen Insel. Entweder eine Wüsteninsel oder eine Strandinsel oder was weiß ich für eine Insel. Ja, ja, du kriegst das noch. Kann man hier eigentlich reingehen? Tatsache. Hallo, kann man dich ausbeuten? Man kann sich hier umziehen, wenn man irgendwas hätte. Flügel, wenn man irgendwas hätte. Dann kann man fliegen später? Das wäre ja auch mega krass. Was gibt's oben? Nach oben können wir nicht. Was ist hier? Auch nichts. Kann man einfach nur rausgucken. Okay, also hier können wir uns umziehen, wenn wir wollen. Ist aber, glaube ich, nicht unser Haus. Ey, kleiner Zauberer, ich nutze einfach dein Haus, um mich umzuziehen, ja? Alles klärchen. Ach, wieso braucht man für Glas Faden? Was soll das denn? Okay, keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld. Und jetzt spawnen hier überall diese blöden Blobbys. Gibt's ja gar nicht. Mit dem Gelee können wir uns aber auch eine komische Spitzhacke machen, ne? So eine Gelee-Spitzhacke. Später irgendwann mal. So, Max. Zack. Wir stellen ein paar Max her. Ja, ja. Gut, ich fahre mir noch mal ein bisschen, bis wir ein bisschen Gold haben, dass ich dann die zweite Insel kaufen kann und dann schauen wir mal, was passiert. Stufe 4! Wir sind Stufe 4! Guck mal, das Ding hier wächst nämlich doch. Was ist das? Das sind Fasern! Ach, das ist dieses Baumwollkram! Jetzt macht das Sinn! Das muss erst wachsen, damit es überhaupt abfarmbar ist. Okay. Davor sind das nur so komische Sprossen. Höchst interessant, Leute. Guck mal, da unten wächst schon wieder irgendwas. Hier ist auch noch eine Blume, die wir abfarmen können. Man kann einfach alles farmen, alles Bärchen. Die Blume wächst einfach auf dem Stein. Was ist das? Ein Stein. Was ist das? Auch ein Stein. Alles nur Steine hier. Okay, Moment. Können wir eventuell jetzt eine schleimige Spitzhacke machen? Nee, 4 Gelees braucht man dafür. Und ganz viele Eisenbarren. Ganz viele Eisenbarren. Wir haben auch keine Kohle mehr, ist die Sache. Ich bin hungrig. Ja, das ist doch was. So, warte. Und wir haben ja jetzt nochmal hier einen neuen Skill bekommen. Den machen wir nochmal kurz. Was haben wir denn hier Neues bekommen? Holz fällen? Bäume geben? Um 50% mehr Holz. Okay, sammeln. Erhaltet plus 4 Inventarslots. Das ist, glaube ich, egal, weil die einzelnen Sachen, die wir haben, sind nicht im Inventar, oder? Oder doch? Erhaltet 25% mehr EP von Pflanzen und Feldfrüchten. Klingt auch ganz gut. Ich muss mal kurz nachgucken, wie das mit dem... Ach doch, das hier ist in so einem Inventar wahrscheinlich, ne? Okay, dann ist das natürlich doch alles einzeln. Dann wäre das ja gar nicht so schlecht, wenn wir das Inventar ein bisschen höher machen. Holzfällen ist auch ganz cool. Schreinerei, Gebäude bauen wir ja sowieso gerade nicht wirklich. Leder wäre natürlich cool. Aber wir haben noch nicht mal eine Nähstation. Die können wir eigentlich auch gleich mal bauen. Ich glaube, ich gehe dann erstmal auf Sammeln. Allzu lange dauert das ja momentan sowieso nicht. Von wegen Levelaufstieg und so. Da oben rechts ist schon wieder ein paar Fasern am rumwachsen. Oh ja, komm mal her, komm mal her. Dude, komm her. Okay, dann bleib halt da oben. Ich will dein Gelee. Ja, 2 Gelees. Wir können uns unsere Spitzhacke bauen. Also gleich zumindest. Wir brauchen nur noch ein paar Eisenbarren. Und dafür brauchen wir Kohle. Okay, so langsam ergibt alles Sinn. Ich komme leider da oben an die Fasern nicht ran, weil da ein paar Bäume vor sind. Ich zu faul bin, die Bäume abzufällen. So, Eisenbarren. 2 zumindest. Na gut, dann müssen wir da doch ran. Aber seht ihr das? Das ist jetzt noch am rumwachsen, deswegen können wir es jetzt noch nicht abfarmen, sondern erst, wenn der Baumwolle ein bisschen weiter gewachsen ist. Wirklich cool. Weit so gut. Gefällt mir bisher. Okay, wir haben keine Kohle, aber gleich haben wir wieder Kohle. Sand, da war Sand drin! In der Reuse, da kann auch Sand drin sein. Okay, das ist ja mega cool. Wir brauchen mehr von diesen
Fischfallen jetzt, ohne Witz. Aber erstmal, wie viele? Wir brauchen 8 von den Eisendingern, ne? Dann stellen wir einen davon her, warten wir kurz. Oh, hallo, hallo, Blobby. Ganz schön viele Blobbys auf unserer Insel irgendwie. Okay, so, jetzt haben wir genug Eisenbarren. Jetzt können wir uns eine schleimige Spitzhacke machen. Was auch immer die bringt, aber ich will sie haben. Mir egal, was sie bringt. Schleimig ist immer gut. Dann haben wir wieder ein paar Fasern. Und wir sollten jetzt eigentlich auch genug haben für die Schneiderei. Lass mal kurz gucken. Für die Nähstation meine ich natürlich. Okay, dafür brauchen wir Ziegel. Was braucht man für Ziegel? Einfach nur Stein und Kohle. Und zwar jeweils eine Kohle. Das heißt, wir machen nochmal 3 Kohle hinterher. Und sobald wir das haben, hier ist auch wieder irgendwas Neues. Eine Rübe! Ach, das sind Rüben! Okay, cool. Ja! Schleimige Spitzhacke! Schaden ist um 75% erhöht. Erhalte 50% mehr Gelee beim Töten von Schleimen. Ja! Okay, jetzt haben wir auch gar nicht mehr die alte Spitzhacke. Die ist einfach jetzt ausgetauscht worden durch die neue Spitzhacke. Das ist interessant. So, wir brauchen auf jeden Fall Ziegel. So, stell mir Ziegel her. Das ist noch eine Rübe! Meine Rübe! Wir müssen auch dringend wieder was essen. Das mit dem Essen ist ein bisschen nervig. Das finde ich allgemein nicht so cool mit den Essen, immer bei diesen ganzen Survival-Dingern. Aber noch komme ich damit zumindest klar. Aber das ist immer so eine unnötige Sache. Essen, also essen müssen ist blöd. Wenn man Essen aus Genuss macht, dann finde ich das schon wieder viel besser. So, langt das schon, dass wir jetzt endlich mal unsere Nähstation machen können. Ja, eine Nähstation, Leute. Wo kommt sie hin? Wo kommt sie hin? Soll sie bei ihm hier irgendwie rauf? Oh, geht tatsächlich. Okay. Nähstation kommt einfach da unten links hin. Easy. Ich hätte gerne irgendwas, damit ich nicht mehr nackt bin. Ach, hier kriegt man auch die Faden her. Okay, wir stellen einfach mal alle Fäden hier her. Und dann können wir uns, glaube ich, unsere erste Ausrüstung auch craften, oder? Mega cool. Also bisher gefällt mir dieses Spiel richtig gut. Gefangen! Gib mir Fisch! Und umso mehr Inseln man halt bekommt, umso mehr schaltet man frei und umso mehr kann man machen. Guck mal, jetzt brauchen wir zum Beispiel Knochen. Und Glas können wir, glaube ich, auch inzwischen herstellen, oder? Wir haben ja inzwischen einfach 4 Sand für ein Glas! Are you kidding me? Das ist viel zu viel! Dude, wie soll ich das denn hinbekommen? Hier, komm hier, wir brauchen mehr Münzen, aber dafür haben wir nichts. Was braucht nochmal Gold? Einfach nur Zeug. Okay, hier, bitteschön. Und er hat noch eine Quest für uns. So, jetzt haben wir hier irgendwas. Wir können noch eine Fischfalle bauen. Das machen wir einfach mal. In der Hoffnung, dass wir bis dahin kein Essen mehr brauchen. Wirtschaft haben wir immer noch nichts. Da, ein Schleim! Der bringt uns mehr Schleim, wenn wir ihn töten. Und wir töten ihn schneller. Haha! Was ist das denn hier? Das sieht aus wie Weizen. Bist du Weizen? Du bist Weizen. Wie cool! Ist die Frage, ob uns unsere Spitzhacke jetzt auch bringt, dass wir noch schneller die Bäume abhacken, weil die ja mehr Schaden macht, wisst ihr? Okay. So, Münzen. Wir sind noch ein Level aufgestiegen. Also bisher geht das mega schnell. Mal gucken, wie lange das noch so anhält. Inschrift. Schaltet Schreibtische frei. Ja, nee. Angeln, Fischfallen sind um 50% schneller. Finde ich cool. Schalte gekochten Fisch frei. Geht so. Schaltet Schaufel frei, schaltet Windmühlen frei, schaltet Brot frei. Dann würden wir natürlich in diese Farm-Richtung gehen, ne? Dann gehen wir in diese Stardew Valley-Richtung. Ich weiß nicht, ob ich das will oder lieber in die Wirtschaft-Richtung gehen will. Leder wäre auch ganz cool, falls wir uns halt irgendwie mal einkleiden wollen würden. Oh, ich bin gerade überfragt, was ich überhaupt machen will. Was kann man denn, kann die Nähstation irgendwas für uns machen? Einen kleinen Rucksack kann sie machen. Und ein kleiner Geldbeutel. Den braucht man wahrscheinlich, um überhaupt Geld zu haben, oder? Was bringt uns denn ein kleiner Rucksack? Wir haben doch schon einen kleinen Rucksack. Hier, nee, wir haben einen einfachen Rucksack. Oh Gott, so viele Sachen, die man hier machen kann. Skills. Holen wir uns... Na, wir angeln einfach mal. Wir werden hier Angler. Weil wir die zweite Reuse da geholt haben. Ja! Geil! Wir werden jetzt ein Jäger. Ein Jäger und Sammler werden wir. Zack, zack, zack. Also die Schleime können irgendwie gar nichts. Die sind einfach nur da, um sie abzuschlachten. Zack, die armen Schleimchen. Okay, wir brauchen jetzt trotzdem mal... Da ist wieder Eisen. Wir brauchen jetzt mal hier ein bisschen... Gib mal her. Ich will Sand. Oh, neue Sachen. Gekochter Fisch. Braucht man Kohle für und Fisch. Und der bringt dann wahrscheinlich mehr Zeug. So, dann lass mal gucken. Gekochter Fisch. Der ist sogar recht schnell fertig. Finde ich gut. Den essen wir jetzt einfach mal. Wir haben fast gar nichts. Und wenn wir...
Boah, einfach die Hälfte? Ja, mega gut. Davon machen wir auf jeden Fall noch mehr. Hier, stell ein bisschen Kohle her. Wir brauchen gekochten Fisch. Eisen ist auch immer gut. Aber ich will mich jetzt eigentlich mal einkleiden. Dude, wie kleide ich mich denn bei dir ein? Ich hab jetzt Fasern. Kann man das hier machen? Nee. Ach, aber ich brauchte die Fäden für die Flasche. Und die Flasche brauche ich für die Glühwürmchen. Und die Glühwürmchen brauche ich für den Dude. Aber dafür brauche ich dann erstmal Sand. Leute, gebt mir Sand. Kann ich vielleicht noch so eine Reuse herstellen? Nee, brauche ich noch zwei Bären. Come on, gib mir mehr Beeren. I need berries. Ach, da, Bären. Dankeschön. Dann wird das hier unsere Bärenfarm. Zack. Fischfalle. Noch eine. Perfekt. Und man kriegt einfach für jeden Scheiß XP. So gefällt mir das. So, haben wir noch ein bisschen Gold? Nee. Die Frage, warum nicht? Wir haben kein Golderz. Verdammt. Ich würde schon richtig gerne nochmal hier Sand zumindest haben. Wow. Gemeiner Angriff. War gerade im Baumenü, du Blödkopf. Und ich würde sagen, ich spiele ja noch ein bisschen, bis ich zumindest den Sand voll habe. Ach, aber Leute, wir haben ja noch ein bisschen Geld. Warte, wir können ja uns noch ein Land... Oh ja, 30 haben wir noch. Wo steht das? 62 Geld haben wir. Dann holen wir uns den hier oben. Alter, eine Kiste. Dann müssen wir es rüberbauen mit einer Brücke. Farmbrücke. 4 Holz kostet eine Brücke. Alles klar, Holzfarming. Alter, das ist ein Schwein. Sorry, Schwein, aber ich muss dich töten. Leder, nee, Fell. Und Fleisch. Yo, spawn hier einfach Schweine. Ich brauche aber immer noch ganz viel Holz. Alles klar, wir sind noch ein Level aufgestiegen. Und wir holen uns was? Wir können kochen zum Beispiel. Kochtöpfe, Zucker, Mayo und Käse. Eine der ersten Sachen ist einfach Mayo, die man freischaltet. Farm, das ist die Schaufel. Ich denke mal, mit der Schaufel kann man dann Weizen und so anbauen. Also, dass das nicht so ist wie bei Minecraft, wo man... Das ist wie dieser Spaten bei Minecraft. Wisst ihr. Wir können auch jagen, dann könnten wir Bögen, Pfeile und gekochtes Fleisch. Dann könnten wir das Fleisch von dem Schwein zumindest braten. Was ich auch noch ganz cool fände, wäre hier Holz fällen, weil ich gerade so viel Holz brauche. Ah, das hätte ich eben machen sollen, bevor ich hier gefarmt habe. Verdammt, ich hole jetzt Holz fällen, Leute. Mir egal. Ja, Bergbau. Mehr Mineralien und so. Das ist am Anfang, glaube ich, mega gut, wenn man mehr Mineralien hat. Kann aber auch sein, dass das jetzt schon langt von den Materialien, die ich gesammelt habe. 27. Können wir zumindest ein bisschen was von bauen. Mal gucken. So, wo wäre das denn am schlausten? Ich habe leider das Ding hier im Weg gebaut. Aber wir bauen uns jetzt hier einfach mal rüber. Dum, 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 dum. Okay, danke. Hui! Ach, und für die Kiste braucht man aber einen Schlüssel. Das ergibt Sinn, Leute. Und einen Schlüssel müssen wir uns erst craften, aber dafür braucht man so ganz komische Sachen, oder? Nee, nur Eisenbarren und Goldbarren, echt? Ich dachte, das wäre schwieriger, einen Schlüssel herzustellen. Das kriegen wir doch locker hin. Ich will irgendwas schaffen in dieser Folge. Auch wenn die jetzt vielleicht schon zu lang ist, aber für die erste Folge geht das klar, oder? So, wie viele Eisenbarren wolltest du haben für den Schlüssel? 4 Stück, alles klärchen. 2, 3, 4. 4 davon. Dann stellen wir gleich noch Gold her. Wie viel Zeug hier spawnt? Ich hoffe, das kann man später noch automatisieren, weil sonst ist meine ganze Insel später voll mit irgendwelchen Scheißkram. Und ich komme gar nicht hinterher, das abzufarmen. Dann komme ich einfach später nirgendwo mehr durch. Oh nein, mein Inventar ist voll. That's not so good. Ich kann nichts mehr tragen, Leute. So, okay, damit haben wir Eisenbarren. Jetzt brauchen wir noch 2 Goldbarren. Aber die können wir gar nicht herstellen, weil unser Inventar voll ist, ne? Jetzt plötzlich nicht mehr? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, dann sollten wir eventuell uns doch diesen... Ups, mir da... Oh. Nein, ich will die nicht abbauen. Sorry. Mein Inventar ist voll, ja. Dann sollten wir uns vielleicht doch den kleinen Rucksack hier bauen. Den konnten wir hier unten bauen, ne? Kleiner Rucksack. 10 Blumen. Ach, dafür braucht man die Blumen. Okay. So, mach mal. Das dauert ein bisschen. Können wir das hier mitnehmen und können uns zumindest einen Schlüssel herstellen. Ich bin super gespannt, was in dieser Kiste drin ist.
Ich sollte essen. Ja, dann mach das doch. Zack, zack. Dafür habe ich ja den, wow, den gebratenen Fisch. Jo, oh, der hat uns fast getroffen. Das wäre böse gewesen. Ein Schlüssel! So, Schlüssel auswählen. Truhe öffnen. Ein Schild! Chance von 35% Angriffen auszuweichen. Aber ich kann doch auch so ausweichen. Ich habe doch eine geile Rolle hier. Wow! Wofür brauche ich denn dann ein Schild? Und wo ist der Schild? Achso, der aktiviert sich einfach von sich aus, oder wie? Na gut, na gut. Und die Dinger könnten wir jetzt auch einfach abbauen, die Brücke hier, falls wir das nicht mehr bräuchten. Aber gut. Das spawnt halt wirklich viel zu viel Stuff. Kommt mal gar nicht hinterher. Hilfe. So, du, ich brauche immer noch Eisen. Danke für den kleinen Rucksack. 4 mehr Slots. Ja, okay, das ist doch schon mal schön. Kann man davon noch einen herstellen, dass man immer wieder 4 mehr Slots hat? Ah, okay, der wird immer wieder verbessert. Jetzt brauchen wir da 4 Fäden für und 4 Leder. Das ist ja interessant. Okay, so funktioniert das. Also die Ausrüstung wird einfach immer besser und besser. Und die alte Ausrüstung wird dann überschrieben quasi. Okay. Ey, ich finde das Spiel richtig cool. Gefällt mir gut. Leute, sagt mal, wie ihr das findet. Alter, ein Amethyst. Den kann man bestimmt später verkaufen oder so. So, danke. Komische Nähmaschine für die 5 Dinger. 6 Dinger. Aber diese Reusen bringen mir nach wie vor leider kein... Nein, ich komme da nicht ran. Nein, gib mir doch mein Faden. Oh, ich komme da nicht ran, aber ich will die Maschine auch nicht abbauen. Weil ich nicht weiß, ob ich das Zeug dann wieder bekomme. Der ist sad, Leute. Richtig sad. Zack. So, ich will auf jeden Fall noch irgendwas Cooles hier machen. Glas können... Wir brauchen wirklich dieses Glas. Komm, gib mir... Können wir dann vielleicht noch eine Reuse herstellen? Fischfalle. Zack. Zack. Noch 2 Fischfallen. Aber dann kommen ja wirklich nur Fische raus. Oh, hallo, Chicken. Chicken gibt's jetzt auch. Okay. Unser Level ist noch nicht hoch genug, um überhaupt irgendwas hier zu machen. So fühlt sich das zumindest gerade an. Wehe, wenn ich hier genug von dem Sand habe. Wehe, das bringt dann nur ein einziges Glas. Das wäre richtig sad. Ich hoffe, da kommen dann gleich so, keine Ahnung, 4 Gläser raus mit einer Fuhre. Das wäre ganz toll. Level 7! Wuhu! Okay, den Fisch können wir auf jeden Fall kochen. Jetzt haben wir halt wieder keine Kohle mehr. Das ist voll blöd ohne Kohle. Kohle braucht man irgendwie für alles. Aber die Bäume geben mir jetzt zumindest mehr Holz. Das ist auch schon mal ganz schön. Wenn die Reusen dann endlich mal irgendwas Cooles geben könnten, das wäre enorm geilomatico, wäre das. Okay, dann wird es hier oben auf jeden Fall eine Farminsel, so wie das gerade aussieht. Dass mich der Blobby nicht getroffen hat, war sehr komisch. Egal. Wir sollten eventuell auch hier nochmal eine Brücke bauen. Wofür wir kein Holz haben? Willst du mich verkackeiern? Ich hole doch hier die ganze Zeit richtig viel Holz. Hier. Hä, was habe ich denn mit meinem ganzen Holz gemacht? Ich gar keine Ahnung. Aber wir bauen uns da mal rüber. Ach so, eine Brücke kostet 4 Holz. Das ist natürlich teuer, ja. Das ist ja übelst teuer. Die haben alle was gefangen. Was habt ihr denn Schönes gefangen? Vielleicht einer von euch Sand? Da, Sand. Oh, danke. Wenigstens einer, der hier mitarbeitet. Dann wird 3 Sand. 1 Sand fehlt immer noch. Da! Ja, das 4. Sand! Leute, wir haben 4 Sand! Wir können zumindest ein Glas herstellen. Ich hoffe, da kommen mehr als ein Glas raus. Das wäre echt toll. Und ich bin froh, dass die einen hier nicht angreifen. Diese komischen Hühner. Dass das so wie bei Zelda ist. So, bitte mehr als ein Sand. Nein, es ist nur ein Glas. Ich brauche immer noch 4 Sand. Oh, come on. Okay, wir haben aber noch einen Skillpunkt. Den setzen wir jetzt ins Fischen rein. Oder haben wir das schon ins Fischen reingepackt? Ja, haben wir schon, lol. Wir brauchen Sand. Farm. Bergbau ist noch ganz cool. Das holen wir uns auf jeden Fall. Blub. Mehr Bergbau. Sehr schön. Schürfen als nächstes und so ein Scheiß. Sieht ganz interessant aus.
Ja, Leute, wir müssen jetzt warten, dass wir Sand bekommen. Damit wir überhaupt ein Glas haben. Ich hoffe, wir brauchen keine zwei Gläser. Das wäre ja wohl das bescheuertste aller Zeiten. Ich hoffe, wir können jeweils, also ein Glas holen, dann ein so ein Glühwürmchen holen und ihm das dann abgeben. Und dann holen wir das zweite Glühwürmchen und geben das auch bei ihm ab. Und nicht, dass wir zwei Gläser bräuchten. Das wäre richtig assig von ihm, wenn er so drauf ist. Also Dude, sei mal bitte cool da drüben. Ich bin gerade erschrocken. Okay, wir sind Level 8. Das ist schön. Also mit dem Leveln geht das gerade sehr, sehr schnell voran, muss ich sagen. Mein Inventar ist die ganze Zeit voll. Das nervt mega. Wir brauchen Leder, Leute. Weil mit Leder... Ja, wir holen uns auf jeden Fall Nähen. Mit Leder können wir wieder unser Inventar erweitern. Und Inventarerweiterung ist schön und toll und alles toll. Ja, ja. So, wir können jetzt Leder herstellen. Der gibt Eier! Wir können die Chicken hier lassen, dann geben sie uns Eier. Jetzt liegt hier einfach alles Mögliche rum. Ich hoffe, das despawnt nicht. Wir können uns Leder herstellen. Das finde ich gut. Okay, ich lass das Chicken jetzt mal am Leben. Weil es uns Eier gibt und Eier sind bestimmt gut und toll. Hast du einen Sand für mich? Nein, aber Leder haben wir jetzt. Mein Inventar ist immer noch voll. Eine Kiste wäre auch richtig geil irgendwie. Wo man einfach alles reintun kann. Oh, hier spawnt schon wieder viel zu viel Stuff. Gib mir dein Ei. Dankeschön, liebes Küken. Ich mag deine Eier sehr. Mein Inventar ist voll. Was soll ich tun? Gibst du mir auch irgendwas, du Schweinchen? Nee, Schweine kann man nur töten. Okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe zu viel Stuff hier. Alles spawnt und fleucht und keucht. Oh mein Gott, das kann ich auch alles gar nicht abbauen. Viel zu viel zu tun auf meiner kleinen Insel hier. Was soll ich tun? Ich habe keinen Platz. Haben wir irgendwas Unnötiges, was wir wegschmeißen können? Ja, was, mit einem Rubin. Wert 90. Toll. Was soll ich damit machen? Wie kann ich den verkaufen? Ah, dafür braucht man denn die Wirtschaft. Und dann kann man Sachen verkaufen. Okay, kommen wir erst einfach die Rüben. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Können wir zumindest das Leder nehmen. Wie viel wollte er für den... Wir brauchen noch ein Leder. Okay, du Schwein, du musst jetzt leider sterben. Gib mir Leder, danke schön. Nein, gib mir... Ach, come on! Ich hab zu wenig Platz. Was kann ich denn noch essen? Okay, warte, wir machen hier gekochten Fisch. Dann können wir das Fell mitnehmen. Aus dem Fell machen wir wieder Leder, nachdem wir ein paar Fäden gemacht haben. Come on, schneller, schneller, schneller. Wir brauchen Fäden, wir brauchen überhaupt alles. Ich sammle hier jetzt gar nichts mehr ein, kannst mich mal... Nein, nicht da drüben hinlegen! Ah, okay, jetzt ist es hier bei uns. Das ist ganz nett. Okay. Fisch. Gut, also... Hä? Fisch? Es können nur 10 Fische übereinander gelegt werden, oder wie? Nee. Kann ich irgendwas ablegen einfach? Also ich kann die Sachen wegschmeißen, aber das ist ja blöd. Einmal Sand haben wir. Wir brauchen zweimal Sand. Nee, wir brauchen viermal Sand sogar. Ja, toll, dass mein Inventar voll ist. Oh Gott, ich habe ein Problem mit meinem Inventar. Hier, Leder. Dafür brauche ich den Faden, damit ich dieses Leder herstellen kann. Oh mein Gott. Okay, ein Augenblick. Was machen wir? Wir essen das Seetang. Und das Eisenerz brauchen wir wohl gar nicht. Komm hier, Eisenerz. Weg mit dir, du Eisenerz. Ja, ich mag dich nicht. Okay, so, Fäden haben wir jetzt. Dann können wir Leder herstellen. Dann haben wir 4 Leder. Können wir auch aufsammeln, sehr gut. Und damit können... Oh, dafür brauchen wir sogar Gelee. Haben wir aber. Mittleren Rucksack und der wird uns ja wohl mega aushelfen, jetzt zumindest. Gib. 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 Oh mein Gott, dauert das lang. Okay, Fische. Was ist das hier? Kacke. Was du das etwa, kleines Küken? Hast du hier hingekackt, du Hühnchen? Danke für die Kacke. Ich wollte schon immer mal Kacke haben. Aber ich hätte auch richtig gerne Sand. Sand wäre richtig toll. Sand ist so eine Sache, die hätte ich richtig gern. Hast du vielleicht Sand für mich? Nope. Ich will nur Sand in meinem Leben. Ich brauche ein bisschen Sand. Mit Sand geht's gut, mit Sand geht's toll. Sand ist überall an deinem Körper.
Ich kann nichts tragen in dieser Welt. So, unser Rucksack ist fertig. Endlich! Wie viel bringt er mehr? 4? Ja, nochmal 4. Wie viel kostet der nächste? Ich glaube, das ist gerade das Wichtigste. Knochen, wir haben keine Knochen. Okay, das wird dauern, bis wir die nächste Verbesserung uns holen können. Und jetzt inzwischen geht das auch nicht mehr so schnell mit dem Leveln, muss ich sagen. War nur am Anfang so. Hier ist natürlich noch ganz viel Stuff, aber ich brauche den ganzen Kram ja gar nicht. Also Gold vielleicht schon, für Money halt. Aber was ich richtig gerne haben wollen würde, wäre eigentlich Sand. Nach wie vor. Sand! Langt das? Haben wir jetzt 4 Sand? Ne, 3 Sand. Ein Sand fehlt immer noch. Da, das letzte Sandstück. Ja, danke. Okay, warte. Wir bauen hier nochmal ganz kurz eine Fischfalle hin. Ich habe jetzt vor, hier um den Steg rum einfach alles voller Fischfallen zu machen. Bestimmt auch ganz gut. Und jetzt haben wir auf jeden Fall 4 Sand. Das heißt, wir können uns noch ein Glas herstellen. Ich habe auch eben noch ein Leben verloren, weil mich so ein komischer Blob angegriffen hat. So, ein Glas. Und dann können wir uns unser erstes Glas herstellen. Also unser erstes Glas. Glas. Diese Fischreusen sind natürlich richtig nervig irgendwie. Also wenn man das später noch irgendwie automatisieren könnte, das wäre echt toll. Ja, Glasstück. So. Jetzt können wir uns eine Flasche herstellen. Oh nein, Faden fehlen noch. Oh Gott, Blob, bitte. Nein, bitte töte mich nicht, du komischer Blob. Wir müssen irgendwie da hinten ran. Kommen wir da ran? Ich muss bitte einmal an die Nähmaschine. Danke, wir brauchen nämlich, naja, 5 Fäden vielleicht. Wäre schon cool. Du kannst mir mal dein Ding hier geben. Danke für den Einfaden. Wie viele Fäden bräuchten wir? Ich glaube nur einen, ne? So, jetzt stellen wir uns eine Flasche her. Und dann freuen wir uns richtig krass, Leute. Aber dann müssen wir natürlich nochmal warten, bis es jetzt wieder dunkel wird, weil nur in der Dunkelheit kommen die Glühwürmchen. Verdammt. Bisschen zu spät gewesen. So, danke, du bist auch wieder fertig. Ach ja, dann war die erste Folge jetzt... Wow! Gemeingefährlich. Die erste Folge mehr Farbening und sowas und erstmal reinkommen. Aber ist auch normal. Aber man kann auf jeden Fall noch mehr machen in diesem Spiel. Also da keine Sorge. Wir haben jetzt ein Glas. Und wollen ein Glühwürmchen. Glühwürmchen, komm her! Bin erschöpft. Dann isst doch was! Und laber nicht nur rum. So, Glühwürmchen. Irgendwo ein Glühwürmchen. Hallo? Jetzt ist kein Glühwürmchen hier, oder was? Die waren doch eben die ganze Zeit hier. Oder ist es noch nicht dunkel genug? Wo sind die Glühwürmchen? Come on, lass mich meine Folge beenden. Ich möchte die erste Quest abschließen. Oh mein Gott. Glühwürmchen, hallo? War da ein Glühwürmchen? Nee. Hallo, wo sind die denn jetzt? Jetzt sind sie plötzlich nicht mehr da, oder was? Nirgendwo. Oh, das ist ja super lame. Oder kann man nur so und so viele Kreaturen auf einer Insel haben, dass wir hier das Küken töten müssen, damit das geht? Hä? Die verarschen mich doch! Jetzt, wo ich meine Flasche habe, kommt hier einfach kein Glühwürmchen mehr. Ich fasse das nicht. Was soll das denn? Und jetzt kommt hier auch richtig viel Sand einfach an. Oh Mann, ey. Gibt's nicht, oder? Hier sind wirklich keine Glühwürmchen mehr. Einfach so gar keiner. Hallo, Glühwürmchen. Irgendwo... Ich hätte gern Glühwürmchen. Ey, wehe, die kommen jetzt nicht in dieser Nacht noch. Oder wird
ich habe jetzt endlich eine Flasche. Können wir zumindest noch ein Glas herstellen? Ja, wir brauchen nur Kohle dafür. Kohle haben wir genug, weil wir... Ne, haben wir nicht. Weil wir ganz viel Holz haben, dachte ich. Aber nope, wir haben einfach gar kein Holz. Ah, für die Reusen geht immer voll viel Holz drauf. Jetzt raff ich das. Na gut, müssen wir uns ein bisschen Holz hier abfarmen. Aber dass jetzt einfach die Glühwürmchen nicht mehr da sind. Einfach nirgendwo. Was ist das denn für eine Verarsche? Jetzt ganz ohne Witz. Das ist doch nicht dein Ernst. Müssen die spawnen? Habe ich einfach zu wenig abgebaut, dass die nicht spawnen können? Das fände ich aber blöd, Leute. Komm einfach nicht. Gleich wird schon wieder hell und dann habe ich kein Glühwürmchen gefangen. Es wird halt wirklich hell. Ja, GG, die Glühwürmchen kamen nicht. Keine Ahnung, was ich jetzt falsch gemacht habe, warum die Glühwürmchen einfach nicht kamen. Ob ich hier wirklich einfach zu wenig abgebaut habe und die einfach nicht spawnen können. Wir sollten jetzt aber auf jeden Fall auch genug Geld haben, um uns nochmal ein neues Land zu kaufen. Ja, ein 80er Land können wir uns leisten. Yo, geil. Das Regenbogen-Level und das 30er Level holen wir uns ja auch noch. Die erste Errungenschaft, wenigstens eine Errungenschaft. Oh mein Gott. Okay, das gucken wir uns dann aber in der nächsten Folge an, nachdem wir hier noch kurz gegessen haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die Folge ging jetzt wahrscheinlich viel zu lang. Wir haben keine Glühwürmchen bekommen. So ein Scheißdreck hier, jetzt ohne Witz. Müsst ihr mal sagen, ob das so okay ist, dass ich so viel vorgespult habe und so. Kann sein, dass das vielleicht ein bisschen blöd war dann fürs Zuschauen, aber müssen wir gucken. Und ja, ob ihr noch mehr Folgen sehen wollt. Oder ich kann mir vorstellen, das einfach mal zu streamen. Aber das müsst ihr mir sagen, Leute. Und dann würde ich sagen, wir haben jetzt zwei Flaschen in der nächsten Folge. Hoffen, dass dann irgendwann mal Glühwürmchen kommen, damit wir die erste Quest abschließen können. Gucken uns dann an, was dieses rechte Gebäude da ist und was es hier unten noch so Schönes gibt. Bei dem Regenbogen Insel Dingenskirchen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.